Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Shadow Tower Abyss. Und ich bin gerade dabei, mal zu gucken, wie viel wir vom Wassergebiet aufgedeckt haben. Hier die Water World. Waterfall World, nicht der Amüsierpark. Und wir haben gerade mal 40% cleared. Das kann ich so nicht stehen lassen. Zumal ich ja letzte Episode noch ein Schwert gefunden habe beim Kamikaze-Ansturm ins Gebiet rein. Und da will ich doch, auch nicht schon wieder diese nervige Musik, da will ich jetzt einfach nochmal durch das Wassergebiet in einem guten Tempo durch und einfach mal gucken, dass wir Wege, die ich vorher nicht gegangen bin, einmal abklappern. Unter Wasser hatte ich, glaube ich, mindestens noch einen Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Und hier vorne in das erste Loch sollten auch mal reinfallen. Denn da lag ja dieses Sägeschwert. Ups, das war doof. Es wäre schön, wenn du nicht mit jedem Hieb die Wand triffst. Das mag die Waffe nicht. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes langes Wochenende. Heute müsstet ihr eigentlich alle auch noch frei haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Nier Automata, die ganzen Episoden. Wirklich ein fantastisches Spiel, das einfach mal so gefühlt aus dem Nichts kommt und einen völlig von den Socken reißt. Also ich bin auch immer noch total begeistert. Bin jetzt auch schon ne natürlich deutlich weiter als in der letzten Episode, die ausgestrahlt wurde. Und jetzt würde ich einfach hier ganz gerne so runterfallen, dass ich nicht beide Fische im Rücken habe. Ich weiß aber nicht, ich sehe sie halt gar nicht. Ich weiß nur, dass sie da sind. Ich sehe sie überhaupt null. Vielleicht ist Runterfallen auch gar nicht schlau. Und man sollte viel lieber irgendwie von da hinten hier reinkommen, aber. Oh, da hat sich gerade einer bewegt. Da bewegt er sich. Jetzt sehe ich ihn. Achtung, Achtung. Und wenn ich jetzt so reinfalle, dann dürfte ich den nicht im Rücken haben. Na, die Rechnung ging nicht auf. Na, keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Getroffen. Das ist echt furchtbar hier. Das ist einfach nur ätzend. Item. Heilung. Ich muss lachen, aber ihr wisst nicht warum. Der zweite Stuhl hier neben mir klingt wie ein kaputter Rücken. So. Tja, wo sind wir hier? Sägeschwert gefunden. Und mal gucken, wo es hier gleich rausgeht. Ob das denn so schlau war. Wieso habe ich keine volle HP gehabt? Da sind wir letztes Mal rein, um zu sterben. Hier war irgendwie so eine Art Ausgang, genau so eine Ledge ist hier, wo man von oben herunterfallen kann. Aber man erkennt da nichts. Und dieser Wirbelsturm unter Wasser, der zieht mich sogar noch aus dem Gang raus. Fantastisch. Gut, okay. Spontan sehe ich zwei Fische. Oh mein Gott. Es hilft auch, es ist nicht gerade hilfreich, dass ich immer gegen den Strom ankämpfen muss. Wie wär's mit Nein, du Mistvieh? Das Schwert zerschleiße ich, glaube ich, noch bis zum nächsten Fisch da und dann mal gucken. Zwei sogar. Das ist echt scheiße. Ich kann deren Distanz überhaupt nicht einschätzen. Schlagen die nicht normalerweise zweimal zu? Der hat was fallen lassen, das hat man sofort gesehen. Dafür musste die Leiche nicht verschwinden. Was für ein Komfort. Gut, okay, also hier ist der Wirbelsturm. Da geht's hoch. Ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, wo wir da oben rauskommen. Deswegen gehe ich da jetzt noch nicht lang. Sondern erstmal hier. Da oben müsste der Raum sein mit dem Reparaturzeug. Erstmal hier lang. Speziell würde ich gerne den einen Weg finden, den ich schon so häufig gegangen bin. Ich meine, da hatte ich unter Wasser auch etwas einfach übersehen.
jetzt erstmal speichern angesagt. Fällt man hier durch? Nein. Ich überspeichere das einfach. Das ist nicht so weit weg vom Eingang. Ich kann mich ja hier auf den Vierer breit machen. Falls sich das alles als furchtbare Idee rausstellt, haben wir ja immer noch den Dreier zum Zurückgehen. Die Waffe macht nicht mehr lange mit. Oh, fantastisch. Dafür hat es noch gereicht. Danke für den Magiepot. Nix. Okay, ich weiß, dass wir hier in den Boden eingestürzt sind. Ah, man sieht das Loch. Sehr gut. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass man da reinfällt, ohne dass man etwas gesehen hat. Nichtsdestotrotz will ich da reinfallen, nur nicht jetzt sofort. Ja, nun komm. Oh, das war Glück. Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Ja, nie Automata. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ich kann mich gerade ein bisschen schwierig konzentrieren. Irre. Ich glaube, das ist das erste Mal auf dem Channel, wo ich ein Ersteindruck präsentiere als Spiel. So, und erstmal sich ein paar Leute melden und sagen, oh, mach unbedingt Let's Play draus. Und ja, natürlich, ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ob man das nicht einfach loslegt und ein Blind Playthrough macht. Dankeschön. Aber ich glaube, das ist bei mir. Oh, Dankeschön. Bei mir bietet sich ein Blind Playthrough. Ich weiß nicht, ob das gut ist für euch als Zuschauer, weil das Spiel ist in mancher Hinsicht ein bisschen. Ein klein wenig. Oh, krass. Wie soll ich das bezeichnen? Ein klein wenig. Huch. Eine Höhle? Die Waffe wird auf jeden Fall kaputt gehen, wenn ich damit jetzt gegen die Wand schlage. 3 von 7, also einmal können wir. Ah. 3 von 7, okay. Vielleicht war hier mal was drin. Es ist so ein bisschen grindig, aber nur so, ja, nicht schlimm, aber ein bisschen schon. Und ich glaube, das ist fürs Let's Play einfach träge und langweilig. Zumindest bin ich mir relativ sicher. Hier bin ich noch nie reingefallen. Und ich merke einfach, dass man viel besser wird in dem Spiel. Also man lernt besser zu werden. Und ich glaube, das sieht nachher auch im Let's Play einfach geiler aus, wenn man echt Herr der Lage ist. Oh, ich werde eingesaugt. Aber in welche Richtung? Wo bin ich? Also, echt jetzt? Ah, hier wollte ich doch hin. Hier wollte ich doch hin. Ich glaube, ich... Ja, genau. Mensch, sonst bin ich ja immer da vorne runtergefallen. Richtig, richtig. Jetzt sind wir hier. Genau, genau, genau. Gut, da oben haben wir ja alles eingesammelt. Da muss ich nicht nochmal durch. Och, hör doch mal auf. Und dann wollte ich an dem hier vorbei. Da lag ja die Axt auf der Ledge da hinten. Ja, ja, ja. Es macht wieder... Alles sind nur, dass ich über... Oh, ich komme überhaupt nicht voran. Nur, dass ich jetzt hier links mal gucken wollte, weil ich meine, hier bin ich noch nie längs gegangen. Das hat auch seinen Grund, wie es aussieht. Es geht hier nicht durch. Okay. Gut, wir halten uns jetzt links. Ich habe mich vorher immer rechts gehalten. Ja, ich weiß, dass er tot ist. Das ist kein Schwimmstil, was er da macht. Geht mir mal alle aus dem Weg. Das wäre echt super. Ein bisschen Arsch an die Wand kriegen. Soll ich die angreifen? Also die Frage hat sich gerade dadurch geklärt, dass der hier so gut an mir vorbeigeschwommen ist und die anderen mich einfach angreifen. Also man sollte sie einfach immer töten. Okay, da war ich mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie. Und ich möchte jetzt einfach mal den Crossbow ausprobieren. Einfach nur mit... Oh, du Scheiße. Der Piercing Damage. Das ist auch nicht gerade gering.
Oh, das ist ein Zweihänder. Und oh mein Gott, braucht er lange, um das... Wieso kriege ich denn die Stamina nicht regeneriert? Okay, weil es unter Wasser nicht funktioniert. Alles klar. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Funktioniert denn unter Wasser irgendwas? Ganz schön krass. Ich hätte eher gedacht, dass das eher eine Slash-Waffe ist als eine Pierce-Waffe. Stell dich mal vor, ihr wollt das Ding irgendwo durchstecken. Ach, schon wieder falscher... Nein! Oh, dieses Menü... Hier ist alles umgedreht. Das ist entgegen jeglicher PlayStation-Erfahrung. Also ist hier der Bestätigungs- und der Zurückknopf umgedreht. Dead. Also war ich ja schon. Ohne dass ich mich daran erinnern kann. Ich habe die Waffe nicht mehr, oder was? Ach, Mann. Cutlass. 2 von 7. Ja, für den Fisch reicht's vielleicht noch. Oh, geil. Und wieder Pfeile. Wir müssen das Ding mal... Irgendwann müssen wir benutzen, weil wir haben schon... Oh mein Gott, sind hier viele. Natürlich triffst du mich, du Penner, ey. Das ist doch einfach nur assig, ey. Da ist der andere. Das ist unglaublich. Der Angriff, die Animation ist doch schon längst vorbei. Wieso treffen die noch? Ich sehe ihn nicht. Natürlich. Natürlich. Die Waffe ist kaputt. Nein. Oh, ey. Ich wollte mich heilen. Jetzt habe ich das Ding verbraucht. Ich habe mich nicht geheilt. Gott sei Dank war der Fisch zu dumm, um mich zu finishen. Oh Gott, hoffentlich war es das jetzt wert. Ansonsten lade ich einfach. Weil so weit sind wir jetzt nicht gelatscht vom letzten Safe Game. Eigentlich, glaube ich, möchte ich lieber laden. Wenn ich mich jetzt schon ohnehin entschieden habe zu laden, kann ich jetzt auch einfach mal blind herumlaufen und gucken, was mich um diese Ecken erwartet, ohne Angst haben zu müssen. Weil das war gerade furchtbare Verschwendung an Ressourcen und Material. Kein Bock auf deine Spielchen. Verschwinde. Hier liegt ein Bogen. Aus wie ein Indianerbogen. So, jetzt dürfen wir alle mal selber überlegen, ob sich das gelohnt hat, hierher zu kommen. Ha, sieht nicht so aus. Ich guck mal weiter. Es kann doch nicht sein, dass man sich durch so viele Fische fechten muss, nur um einen doofen Bogen aufzuheben. Nicht mal ein Heilgegenstand oder sowas ist hier. Und ich muss hier wahrscheinlich schon irgendwann mal runtergefallen sein, weil die Leiche hat ja nichts mehr. Wer macht denn solche komischen Geräusche? Vielleicht kommen die auch von oberhalb. Vielleicht auch nicht. Hey, der ist ein Kuhn. Kannst du mal hochgucken? Danke. Noch ein Stück. Keine Lust auf Kämpfen jetzt gegen die. Guck mal noch ein Stück hoch. Wunderbar. Ein bisschen weiß ich ja, wo wir sind.
bin auch gerade hoch erfreut, dass hier nicht so viele Gegner sind. Die Frage ist, musste ich jetzt hier runterfallen? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ja, genau, das war, die Axt ist jetzt hinter mir gewesen. Und der Strudel ist jetzt auch hinter mir. Okay, dann weiß ich jetzt wieder, wo wir sind. Hier lagen diese krassen Schuhe. Und ich will noch einmal ganz kurz in den Strudelraum reingucken, ob es da wirklich keinen Abzweig gab. Weil es fehlt immer noch der Weg zu dieser Ledge, die wir gesehen haben. Ich meine, wenn ich es nicht finde, kann ich damit irgendwie auch leben. Nee, also ich sehe hier keine Abzweigungen, die hier weggehen. Also tschüss. Okay, wir haben einen Bogen, einen Kuhn, wir haben aus Versehen die Dings verbraucht, die Asche. Ich bin heute nicht gut in dem Spiel, ich merke das schon. Ich krieg hier permanent eine reingedrückt. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Gebiet hier völlig optional ist. Ich meine, es gab hier krasses Zeug, wirklich. Überleg mal das Maschinengewehr, wie stark das ist. Die Frage ist nur, wie oft kann ich das abfeuern? Das lief besser als erwartet. Weg hier, unser Glück nicht überstrapazieren. Andererseits bin ich auch ziemlich reich. Also ich habe viel, viel Geld, viel Kunst. Solange der Shop immer wieder neue Heiltränke hat, sehe ich da eigentlich keine Probleme mit Heiltränke und die Asche nachzukaufen. Aus diesem Grund bin ich fast bemüht, das Ganze abzuspeichern. Map. Und dann ging das von unten, glaube ich, schneller. Cliff World heißt das andere. Wow, es fehlen immer noch 34%. Ich finde das gruselig. Wo zur Hölle sollen die sein? Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe echt keine Idee, wo man noch hin soll. Mal den hier kurz töten. Och Mann, ey. Okay, da. Hier ging ja auch kein weiterer Weg ab. Gut, gut zu wissen. Hier war alles voller Löcher. Also gleich in dem nächsten Raum. Und ein Weg nach unten, das weiß ich auch noch. Da ist der Weg nach unten. Und hier sind die Löcher wieder zu, was natürlich total doof ist. Wie es aussieht. Da ist ein Loch. Und hier ist kein Weg, okay. Hier ist ein Weg. Och Mann, ey. Ernsthaft. Ich habe aufgehört anzugreifen. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Mal eben schauen, wo das hinführt. So, einfach mal die Gelegenheit genutzt, dass ich so nah an ihm dran stand. Moment, Moment. Das war doch die Falle hier, oder? Da sind wir doch rein. Und plötzlich tauchen drei Gegner um mich herum auf. Da sind die Höhlen. Drei Stück. Ja, wir waren hier auf jeden Fall schon. Ich weiß nur nicht, ob wir da alle Wege ausgereizt haben, als wir das erste Mal da reingefallen sind. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich will mich hier noch einmal schnell umschauen. Hier ist auf jeden Fall ein Loch. Ja, hör auf zu zischen und komm her. Oh, der kann da drüber laufen. Ich
möchte mal behaupten, dass er viel mehr wiegt als ich. Da ist noch ein Loch. Okay. Frechheit also, dass der Boden unter ihm nicht nachgibt. Und dass die Gegner hier so schnell respawnen, ist einfach nur krass. Ein Kuhn. Komm, geh aus dem Weg. Und jetzt hier schnell durchlaufen. Das ist die Ledge. Ach, so ein Mist. Alles klar, dann weiß ich jetzt, wo wir sind. Aber wo die anderen 34% sein müssen, Mann. Das muss ja riesig sein. Wir sind mit, wie viel hatten wir? 44, 49, als wir rein sind? Dann haben wir reichlich was entdeckt, viel Zeug aufgehoben und haben nur so wenig Prozente bekommen. Das heißt, da fehlt noch richtig was. Es ist nicht ein Raum, der fehlt, sondern ja, wahrscheinlich wieder irgendwo irgendwelche Gänge mit der Waffe gegenhauen oder gegenschießen. Aber irgendwie bin ich schon ganz zufrieden mit der Beute, die wir hier erbeutet haben. Ja, okay, komm. Keine Lust mit euch, das alles nochmal durchzulaufen. Wäre ich wieder 14, 13 und hätte mehr Freizeit, würde ich es tun, aber... Kein Bock. Kein Bock. Ich gucke aber hier überall nochmal rein. Was ist das? Ach, schade. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, da so eine Unebenheit zu erkennen. Ha! Treffer! Hier war der Dino drin. Gleiche Texturen wie bei der anderen Wand. Okay. Jetzt war ich aber wirklich, glaube ich, in jedem Wasserfall drin gewesen. Da lag die Armbrust, ne? Genau. Okay. Und irgendwo hier müsste gleich wieder ein Loch sein, für mich zum Runterfallen. Da habe ich gegen die Wand gehauen in diesem Gang, das weiß ich noch. Da ist das Loch zum Runterfallen. Und guck mal, hier in dem Wasserfall waren wir nicht. Einen richtig cool aussehenden Helm. Jetzt einfach nur mal aus reinem Interesse Databook. Creature Map. Na. Immer noch 22%. Immer noch ziemlich viel. So, ich laufe genau in die falsche Richtung. Da ist nämlich, in die Richtung ist der Ausgang. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zur Cliff World. Wir wissen jetzt ja, wie das Ding heißt. Da links war der Bogen, wo ich so furchtbar Ressourcen verschleudert habe. Ich sehe das jetzt einfach mal als teures Lehrgeld an. Man kann ja im echten Leben auch nicht speichern und laden, ne? Eine Einstellung bei Videospielen, die ich mittlerweile irgendwie ganz gerne habe, dass ich nicht, dass ich das einfach durchziehe. Weil, wisst ihr, wie ich meine, dass ich nicht lade, ich muss das besser machen, sondern dass ich mir sage, ich lebe jetzt mit dem Ergebnis und schau, was dann passiert. Ganz häufig ist das dann bei so Sachen, die Konsequenzen haben. Das Gefühl hatte ich zum Beispiel relativ häufig bei Mass Effect, wo ich etwas angeklickt habe und der Charakter hat etwas ganz anderes gesagt, als das, was ich erwartet habe. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen, aber ich habe dann gesagt, gut, okay, ich lebe jetzt mal mit der Entscheidung. Einfach mal schauen, was rauskommt. Ich falsch ausgerichtet. Vorhin war es besser. Nein, nicht zuschlagen.
Dann bleibt man nämlich stehen. Wobei ich das Gefühl hatte, die Entscheidungen, die ich bei Mass Effect gemacht habe, waren alle nicht so gravierend. Oder es ist so gut versteckt im Code, dass man es nicht mitkriegt. Das kann natürlich sein. Ich will mal hier runter. Das sieht gut aus. Keine Gegner. Liegt da was in der Ecke? Nein. Dich hatte ich auch schon ausgeräubert. Liegt da was in der Ecke? Nein. Und tschüss. Bei solchen Explorations könnte man, glaube ich, auch mal die Sneaker anziehen, damit man ein bisschen mehr regeneriert noch. Ich denke, ich speichere da oben und ziehe mal eben die Sneaker an, solange ich dann durchlaufe zum nächsten Gebiet, dem Cliff-Gebiet. Mir fällt gerade ein, dass ich den Weg überhaupt nicht mehr im Kopf habe. Oh, scheiße. oh je, ich hoffe, das kommt noch durch bei mir, das, die Erinnerung. Bevor ich das speichere, will ich die kaputte Waffe verkaufen. Gibt's hier noch etwas, das ich verkaufen möchte? Catapult Bow Quest. Warum nennen sie das Ding nicht einfach Armbrust? Dann habe ich noch einen coolen Helm gekriegt. Oh, ich habe ziemlich viele Helme, ich muss was weglegen. 3,4 wiegt das Ding. Boah, macht das viel HP. Das kommt noch dazu, wir laufen auch unterequipped rum. Ich bin ja immer extrem sparsam und wir haben teilweise super krasse Sachen noch in der Box liegen sozusagen. Nicht am Mann, aber in der Box liegen noch sehr starke Rüstungen rum. Schwere Helme, die wir jetzt zum Beispiel noch haben. Also eigentlich ist der Charakter nur so mittelmäßig im Einsatz. Und da ich jetzt ja die Doras Asche verschleudert habe, bleibt das wahrscheinlich auch noch länger der Fall. Wenn man überlegt, dass das Ding 5 Coons wert ist. Aber egal, roll with it. So lange ist es auch nicht mehr bis zu E3, fällt mir gerade ein. Wir könnten ja so kleine Wetten abschließen. Wie wäre es damit, ich stelle mal eine Behauptung auf und wir gucken mal, ob ich recht habe. Ich behaupte mal, wir kriegen ein Bloodborne 2 und ein Remake oder Remaster, HD, irgend so ein Quatsch, ja? Irgendwas Remakiges, okay? Zu Demon's Souls. Punkt. Genau, machen wir das so. Sony nimmt nochmal ein bisschen Geld in die Hand und sagt sich, hey, Demon's Souls, ja, das pumpen wir jetzt nochmal für die PS4 raus. Oder vielleicht sogar für alles, machen es ganz offen. So, dass dann auch PC-Spieler das Spiel genießen können. Ich gehe mal zum Teleporter, ich kenne gerade keinen besseren Weg. Aber Moment, zum Teleporter ist doch auch eigentlich richtig, ne? Eigentlich ist das doch richtig. Hier ist auf jeden Fall eine versteckte Wand gewesen. Das erinnert mich nämlich das Skelett da dran. Ich weiß nur nicht mehr, was dahinter lag. Also ich glaube, wir müssen da auch nicht nochmal rein. Ich weiß es aber nicht. Nicht, dass... Doch, wir müssen da rein, weil da war der Boss. Der ist tot. Guck. Hallo? Bitte lasst mich hier einfach nur vorbei, ja? Dead. Ich bin gerade sehr, sehr froh darüber, dass hier nicht mehr so viele Blumen spawnen. Ich nehme das jetzt einfach so als dafür, dass ich das vorhin so verkackt habe. Die Situation als ein kleines Dankeschön vom Spiel. So.
sollten wir das Cliffgebiet noch finden gleich, dann möchte ich nicht sofort beenden, sondern wenigstens einen von den Vögeln mal eine Kugel zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig gehe. Ich habe mich jetzt einfach für den Weg des geringeren Widerstandes entschieden. Und solange hier keine Gegner sind, gibt es ja keinen Falsch. Wir können dann ja einfach wieder zurücklaufen. Aber das ist... Boah, bin ich froh, dass wir dieses Gebiet hier gemacht haben, ey. Auch hier wieder keine 100%. Es fehlt reichlich. Aber so viele Geheimgänge und Türen, die es hier gibt, Mann. Ne, also wirklich. Ist hier ein Loch im Boden? Ja, fantastisch. Das würde ja bedeuten, dass wir entweder links oder rechts müssen. Eins von beiden. Und... Beide würden uns zu einem Safe Point bringen und einer der Wege würde uns ins Cliffgebiet bringen. Mal gucken. Und jeder Raum kommt mir echt original bekannt vor, weil die sich so ähnlich sind auch. Ich frage mich, ob hinter den Türöffnungen auch sich gewisse Ladezeiten verbergen. Okay, wir sind falsch rum abgebogen, wir hätten links rum gemusst. Ich dachte, ich hätte was gesehen, aber ich habe mich getäuscht. Ich speichere das trotzdem mal. Und dann gehen wir jetzt ins Cliffgebiet. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, den Weg zu kennen. Und wir schießen mal so ein fliegendes Ding an. Und gucken mal, was er davon hält, wie viel er einsteckt. Wie viel Damage wir kriegen. Sprinten wäre noch super. Sprinten meinetwegen auch mit Mana-Verbrauch. Wäre großartig. Und auch wenn es nur geradeaus wäre. Und dass die Türen immer sich zum Spieler öffnen, ist auch so merkwürdig. Das lässt einen vermuten, da verbergen sich Ladezeiten dahinter. Ja, Bloodborne 2 theoretisch möglich, auch ohne FromSoft. Hallo? Lagst du hier schon immer? Es gehört ja Sony, FromSoft war der Entwickler. Sind wir hier schon in dem Lochraum vorbei? Nein, sind wir nicht. Das heißt, du bist einfach so gespawnt. Bin ich etwa falsch abgebogen? War mir so sicher, dass ich nur geradeaus gehen musste dafür. Ja, fantastisch, wir sind richtig. Dann gehen wir jetzt einmal das Ding anschießen und gucken, was passiert. Das Cliffgebiet. Das ist dann für die nächste Aufnahmesession reserviert. Ich muss auch noch ein bisschen im Inventar aufräumen. Die ganzen schweren Helme und die Maschinenpistole. Ja, ey, wenn ich sowieso lade, dann können wir doch auch die Maschinenpistole benutzen. Was haltet ihr davon? Equipment. Gib mal her das Ding. Wow, das Magazin. Alter Schwede. Oh, das war keine Absicht. Ich wollte zielen, so aus Reflex habe ich dann... Okay. Finde ich gruselig, dass du einen Treffer von diesem Kervenzer überlebst. Und hässlich seid ihr auch noch. Was passiert, wenn man die über der Klippe abschießt? Ich kann übrigens kein Dauerfeuer, ne? Also ich habe das schon versucht, hier das Ding wie eine Maschinenpistole. Wenn man den Knopf gedrückt hält, schießt er einfach nur langsam hintereinander. Und ich glaube, es ist keine gute Idee, die zu versuchen,
mit Feuerwaffen zu erledigen. Man verschwendet Munition, alter Schwede. Ich kann die Waffe auch nicht wegstecken, oder was? Das ist ja komisch. Oh, was ist das denn? Ein Küken. Tschüss. Rache. Kann man den Felsen zerstören? Ach so. Na gut. Ah, guck mal hier. Hier geht's auch noch so ein Absprung. Vielleicht ist da eine Wand. Da wäre da eine geheime Wand. Zum Zerbröseln hätten wir sie zerstört. Das Cliffgebiet. Da wir ja keinen Schlüsselstein im Wassergebiet gefunden haben, hoffe ich mal, dass wir hier einen finden. Und wenn wir hier keinen finden, dann werde ich, glaube ich, off-camera suchen gehen. Ah, oh, noch ein Küken. Oh, ja, jüch. Kann das einen angreifen? Ja. Was ist das denn für ein Geräusch? Ach, das ist so ein Debuff, den ich da habe, oder was? Oh, schönes Ding. Was ist das denn? Eine Axt. Na, das speichere ich trotzdem nicht. Keine Chance. Das ist eine Waffe für Endgegner, nicht für diese Spinner hier. Schade, ich kann nicht zweimal hintereinander schießen. Wo ich schon dabei bin. Okay, sofortiger Rückwärtsgang. Oh, das nervt. Was auch immer es ist, es nervt. Ich bin ja schon nicht der Schnellste, aber das ist noch tausendmal schlimmer. Das heißt, ich werde die Küken kill on sight umbringen. Oder COS abgekürzt. Oh mein Gott, wieso kann ich die Waffe nicht wegstecken? Bitte, das ist furchtbar. Das ist so langsam, wenn sie in der Hand gehalten wird. Na gut, ich merke mir das einfach, dass hier nun wirklich nichts ist. Die andere ging aber auch nach zwei Schüssen erst auf. Frechheit. Gut, okay, das war die Sneak Peek für das Cliffgebiet. Und wenn ihr mich bitte entschuldigt, ich möchte jetzt mal gucken, was da unten so funktioniert, ja? Also. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auf ein Nier Automata Let's Play gespannt. Und dass ihr auch weiterhin zuschaut. Und stellt doch mal eine Prognose auf für die E3. Einfach, es geht ja hier um nichts. Es sind ja keine Wetten. Und wenn man richtig liegt, kann man sagen, ich habe das vorher gesehen. Ich habe das vorher gesehen. Also, macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, mal gucken, was da unten ist. War klar, dass da unten nichts ist.